Ich hab fertig geschissen. Kannst du meinen Arsch abwischen? Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Das ist Kelvin. Und heute gibt's die Strafe. Und zwar, ich weiß gar nicht, bei welcher Challenge Marvin verloren hat, aber auf jeden Fall, Leute, es gibt safe eine Strafe für Marvin. Genau, und war schon etwas länger her, die Challenge. Auf jeden Fall, wir haben noch zwei Strafen offen. Ich weiß nicht, ob ich die machen. Müssen noch mal nachgucken, auf jeden Fall. Ja. Und auf jeden Fall, viele von euch Füchsen haben in den Kommentaren schon geschrieben, wann kommt endlich ein Tag lang Ja sagen? Weil wir haben gesagt, die Strafe wird, Marvin muss einen Tag lang Ja sagen. Und es ist soweit. Es ist mal wieder soweit. Ja, ich habe schon feine Sachen im Kopf, wo Marvin Ja sagen kann. Okay. Du musst auf alles Ja sagen. Okay. Findest du das schön, dass du Ja sagen musst? Ja. Ja, sehr gut. Das funktioniert schon mal, Leute. Also, ich denke mir jetzt über den ganzen Tag verrückte Sachen aus. Okay. Und ich würde sagen, steigen wir erstmal ins Auto. Okay. Und schauen. Let's go. So, wir sind jetzt unterwegs und geht's überhaupt? Wohin soll ich fahren? Mir ist gerade eingefallen, ich muss noch einkaufen. Hast du Bock für mich, den Einkauf zu übernehmen bzw. zu bezahlen? Ja, natürlich, Junge. Du sollst nur Ja sagen, verstanden? Hä? Du sollst nur Ja sagen. Oh, ja. Ja, natürlich will ich hören. Ja. Einfach nur Ja. Ja. Okay, gut. Also du hast Bock, einen fetten Einkauf zu bezahlen für mich, oder? Ja. Geil, Mann, ja. Dann fahren wir mal zum Einkaufszentrum und sehen wir uns nachher. Marvin, darf ich bitte mal AMG fahren? Magst du hier bremsen? Ja. Hast du Bock hier anzuhalten und dann mich fahren zu lassen? Ja. Geil, Digga. Wunderbar. Hast du Bock, die Kamera zu halten, während ich mit dem AMG fahre? Ja. Super. Wunderbar. Lange nicht mehr gefahren. Magst du mal kurz die Kamera raushalten, um einen Soundcheck aufzunehmen für die Leute? Klappt den auf. Ne? Kurz noch Sportmodus. Ne? Und. Ich würde sagen, geht's los. Yes! Das ist ja ein neues Fitnessstudio, das ist auf hier, ne? Das heißt, das ist echt ein Fitnessstudio jetzt, Alter. Guck, da stand willkommen. Ja. Ach so. Genau, dann hältst du ja an die Regeln, perfekt. Ja. Ah, da bist du ja. Ein paar Regeln. Ein paar Proteinregeln auf Vorrat. Sehr gut. Wir könnten Küchenrolle gebrauchen. Ich würde sagen, hier so ein fettes Pack. Kann auch noch rein. Auf deine Nacken, nicht wahr? Mhm. So, noch ein bisschen was Gesundes. Nimm mal ein paar Brombeeren, so drei Packungen. Hier. Genau. Oder zwei reichen erstmal. Sehr gut. Dann geht's weiter. Ein paar Birnen. Eine Packung Birnen. Sehr gut, ab damit rein. Ich würde sagen, noch ein paar Äpfel können wir gebrauchen. Äpfel. Sehr gut. Ja. So, wir sind jetzt hier in der Fleischabteilung. Hier gibt's geile Steaks. Und ja, Marvin. Ich würde sagen, so ein richtig geiles argentinisches Steak oder so. Würde ich mal sagen. Ich glaube, die ist hier. Boah, ist das kalt hier, Leute, ey. Und ja, hier sind geile Steaks. Rindersteak. Gibt's hier noch? Was soll man für ein Steak nehmen? Nimm mal das. Argentinisches Rindersteak, ne? Willst du nehmen? Einmal, ne? Komm, wir lassen uns schmecken. Steak, oder? Auf deinen Nacken, nicht wahr? Yes. Ja. Ja. Kann man eigentlich immer machen, ne? Ja. Marvin, ich habe irgendwie Lust auf Käse. Magst du diesen 15 Kilogramm Käse einmal nehmen und in den Wagen reintun? Magst du das? Ja. Super. Genau, den 15 Kilo Brocken da. Jo, magst du den jetzt einfach wieder zurückpacken, weil ich doch keinen Bock mehr auf Käse habe? Ja, verstehe ich. Wunderbar. Starke Leistung von dir. Ja. Hey Leute, ich würde mal sagen, der Wagen sieht jetzt sehr gut aus. Schon ordentlich voll, also das reicht jetzt auch. Also ich habe jetzt alles, was ich wollte. Nur so ein Rosinenbrot, auf chillig. Und ja, Steak, bisschen gesunde Ernährung. Dann steht zwischendurch. Aber ja. Auf deinen Nacken, ab zur Kasse! Ja!
So, wir haben 79,79 bezahlt. 80 Euro also. Jo. Auf Marvins Nacken. War cool. Ha? War cool? Ja. Willst du es öfter mal machen? Nein. Was? Ja, ja, ja. Geil, Alter. Ja. Fahr mal los. Ah ja, du kannst den Wagen wegbringen. Hab keinen Bock drauf. Hast du Bock drauf, den Wagen wegzubringen? Ja. Super. Finde ich klasse, Marvin. Hast du schon Bock drauf? Weiter, ne? Hast du Bock, schneller zu machen? Ja. Schneller. So, Einkauf ist abgedeckt. Rocky ist gehypt. So, Marvin, hast du Bock, den Einkauf jetzt einzuräumen? Ja. Super. Du sagst auch ja, ne? Findest du klasse, dass Marvin das macht, ne? Okay, dann räum mal ein. Und Marvin, ich möchte, dass du mir ein Pizzabrötchen bestellst. Habe ich gerade voll Bock drauf. Deswegen kannst du mal schon einen Anruf tätigen und ein Pizzabrötchen bestellen. Was sagst du? Ja. Super. High five. Marvin sagt ja. Ja, high five. Findet er auch gut. Okay, high five. High five, dass Marvin alles holt. Perfekt. Ja. Oh, wunderbar, Marvin. Ja, ja. Ich würde gerne ein Wasser trinken. Boah, wunderbar, ja, läuft. Ja. Kann man noch hier die Videos auf dem Kanal Prankboss TV genießen. Ja. Übrigens, gerade einzelne Trends. Danke für den Support, Leute. Ja, so läuft das. Ja. Ja, ne, Marvin, das ist Bombe, ne? Ja. Danke für den Support, Leute. Ja. Ja. Danke, danke, danke. Ja. Da sind unsere Gesichter. Hier, Instagram-Namen, KelvinFittyMarfit. Ihr wisst Bescheid. Folgen. Ja. Nicht? So, wir gucken jetzt mal, was Marvin macht. Wir müssen dann wieder ein bisschen härter rannehmen, weil heute ist Straftime. Ja sagen, Lego. Hi. Ja. Yeah. So, Test bestanden. Ich wollte mir einen chilligen Designer-Hoodie kaufen. Ein Sweater. Und da habe ich mir gedacht, jetzt wo wir die Challenge Ja sagen drehen, hast du Bock, mir einen freshen Designer-Sweater zu kaufen? Ja. Könnt ihr mal auf die Seite gehen, zeige ich mir mal. Mach mal hier auf, komm. So, sind wir hier auf der Seite, sind jetzt verschiedene Sweater und ich bin ziemlich gehypt auf diesen Sweater hier. Der kostet 895 Euro. Und den wollte ich mir sowieso holen, da habe ich mir gedacht, Digga, hast du Bock, mir diesen Sweater auszugeben, Digga? Hast du Bock, Marvin? Moment, Moment, Moment. Erstmal scharf werden hier. Hast du Bock? Ich kann dich nicht verstehen. Hast du Lust? Ich wiederhole nochmal. Hast du Lust, diesen 895 Euro Sweater mir jetzt zu kaufen? Hä? Hast du Bock? Ja. Echt? Ja. Super Antwort. Das freut mich natürlich. Da würde ich sagen, pack ich ihn mal in den Warenkorb. Ist ein Oversight-Schnitt. Ja. Größe noch ausmachen. Wir gucken jetzt mal die Größe. So, in den Warenkorb. Okay, und dann eintragen und dann geht's los. Ja. Ja, Mann. Ja. Okay, Lego. So, hier ist die Bestätigung. Der Oversize-Sweater ist gekauft, war jetzt 895 Euro. Mit Versand 920 Euro. Und da habe ich eine Frage an dich. Hast du es genossen, mir den Sweater zu holen? Hast du es richtig hart genossen, mir das auszugeben? Ja. Hast du richtig genossen, ne? Ja. Hat richtig gut, ja. Ne? Kann man öfter eigentlich mal machen, ne? Ja. Yeah. Alles klar. Ich habe gesehen, man hat mir den geholt. Danke dafür auf jeden Fall. Er hat es genossen, wie er gesagt hat. Und ja, auf jeden Fall folgt mir auf Instagram, KelvinFitty. Dort werde ich auch noch ein freshes Bild damit posten. Und Marvin könnt ihr natürlich auch folgen, Marfit. Fokus haltet mal auf den neuesten Stand. Marvin, hast du Lust, jetzt auf Klo zu gehen und dann alle meine, dich dabei zu filmen, wie du alle meine Entchen singst, soweit du kannst? Dich einfach dabei abfilmen, wie du auf dem Klo sitzt und dann alle meine Entchen singen, soweit du kannst. Ja. Okay. Warum filmst du mich? Kannst du aufhören, mich zu filmen und dich filmen, bitte? Denn du vlogst jetzt das, was ich dir gesagt habe. Richtig? Ja. Let's go. Lass dir das mal alleine, ne? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe.
Ja. Ja, ja, ja. Ist das angenehm, dass das Licht aus ist? Ja. Okay, dann mach ich mal wieder die Tür zu. Hey! Robin! Ja? Komm mal! Ich hab fertig geschissen. Kannst du meinen Arsch abwischen? Robin, komm mal! Wisch mir meinen Arsch ab jetzt. Ja. So, Marvin, hast du wieder Bock auf neue Aufgaben? Ja. Freut mich. Und zwar, ich brauche noch ein bisschen Eiweiß und wir können ins Fitnessstudio gehen, da einen Proteincheck besorgen. Ja. Und du fährst mich dahin, kuschierst mich schön dahin. Ja. Und auf dem Weg kriegst du von mir noch weitere Aufgaben. Die erfährst du dann gleich auf dem Weg. Da würde ich sagen, wir ziehen uns an und dann auf zum Fitnessstudio. Mal schauen, was ich dir für Aufgaben stelle auf dem Weg. Hast du Bock? Ja. So, ich fahr mal hier gleich rechts ran, nach Möglichkeit, und dann machst du erstmal 15 Liegestütze. Und ich filme mich dann aus dem Auto raus. Ja. Machst du dann direkt vorm Auto, damit du schön beleuchtet wirst und man nicht sehen kann. Hier rechts irgendwo ranfahren. Erstmal hier schön draußen frisch. Knackige 15 Liegestütze. Aussteigen. Ja. Schön, schön. Das will ich hören von dir. Hast du Bock drauf? Ja. Super. Geh raus, du Narr. Runter mit dir, verdammt. Los. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Neun. Zehn. 14. 15. Geschafft. War cool. Willst du öfter machen, ne? Ja. Super. Kannst wieder rein. Geh wieder raus und mach jetzt 10 Hampelmänner. Weg vor den Autos. Sehr schön. Ja. Okay, kannst wieder rein. Hast durchgezogen. Schön gemacht. Ja. War angenehm? Ja. Okay. So, Leute, wir sind jetzt hier im Fitnessstudio, haben jetzt hier geparkt. Und du holst mir jetzt da vom Automaten erstmal einen schönen Proteinshake. Auf den Nacken, ne? Und ja, eine Flasche Proteinshake, Erdbeergeschmack. Ja. Danke. Jawoll. Hat das Spaß gemacht, mir den zu holen? Ja. Und mir das auszugeben? Ja. Geil. Lass einsteigen. Lass mir den jetzt schmecken hier. Und ich habe gute Nachrichten für dich. Du darfst ab jetzt wieder reden, wie du willst. Yes. Es ist vorbei. Ey, wirklich, Mann, hat ungelogen den ganzen Tag nur Ja gesagt bei mir, als wir gedreht haben. Wurde auch echt Zeit. Du hast echt krass durchgezogen. Respekt dafür, Mann. Okay, ich sehe ein bisschen Homos mit der Brille. Nice. Echt durchgezogen. Respekt, Mann. Gut umgesetzt alles. Dankeschön. Diesmal war es mal ein bisschen härter rangenommen. Ja. War schon viel, Leute. War schon viel, Leute, auf jeden Fall. Leute, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Genau, und wenn dieses Ja-Format für Strafen öfter verwendet werden soll, wenn ihr das feiert, Daumen hoch, weil das kann man ja immer anwenden. Genau, bleib wieder bei dir, wenn ich mal gewinne. Mal schauen. Auf jeden Fall folgt uns gerne auf Instagram und Snapchat. Einmal hier Calvin Fitti, mir und Marfit. Folgt uns auf jeden Fall beide, ganz wichtig für alle Updates, damit ihr nichts verpasst. Yes. Wenn ihr wollt, checkt gerne unsere Merch ab. Erster Link in der Beschreibung. Next Merch und Faust, legendär. Checkt beides ab, Leute. Bescheid. Verlinkt uns gerne auf Frankfurt-Shop. Dort posten wir viele von der Community, wenn ihr frische Bilder bietet. Genau. Und noch schöne Grüße an Sarah. Bam. Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch uns grüßen wollt, müsst ihr uns einfach abonnieren, direkt indem ihr das Glöckchen klicken, dann auf aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Geiler Service. Yes, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv, wenn wir auch sehen, ob die Glocke aktiviert. Mit ein bisschen Glück mit mir hier, wir grüßen euch. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Peace.